Wieso stehst du so auf Platten? Du hast du etwas Greifbares. Du hast was in der Hand. Das liebe ich. Ich hab was für dich. Du nimmst jetzt gerade den allerersten Song auf unserem Mixtape auf. Du wirst mich für verrückt halten. Nein, bestimmt nicht. Was hast du? Ich komme aus der Zukunft. Wo alle auf Hoverboards fliegen, oder? Ich mein's ernst. Du wirst sterben. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne verrückt zu klingen. Aber ich kann durch die Zeit reisen. Wie kann sowas überhaupt sein? Jedes Mal, wenn ich einen Song von unserem Mixtape abspiele, reise ich zu dem Moment, an dem wir ihn zum ersten Mal gehört haben. Laura? Wow. Ich weiß nicht, wie ich herkomme. Was redest du denn auf einmal? Was? Wahnsinn, du lebst. Ich habe oft Leute sagen hören, dass Musik Zeit und Raum überwindet, aber ich habe immer gedacht, das wäre bloß eine Metapher. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir können dich retten. Wir müssen vorsichtig sein. Dann tue ich einfach andere Dinge an dem Tag, an dem ich sterbe. Als ob das Universum einen Plan hätte und davon kann man nicht abweichen. Es kann sein, dass du ihn nicht retten sollst. Die meisten kriegen bloß eine Chance, um mit denen zusammen zu sein, die sie lieben. Du bekommst eine zweite. Ich kann nicht bloß rumsitzen, obwohl ich eine zweite Chance krieg und ihn einfach sterben lassen. Warte doch mal. Ich muss es versuchen. Jetzt ist es für die einzige Lösung. Uns läuft die Zeit davon. Solange du am Leben bist, geht's mir gut. Wir sehen uns in der Zukunft. Ich bin ehrlich gesagt etwas unschlüssig bei diesem Trailer. Grundsätzlich diese Zeitreisethematik, die taucht ja immer mal wieder auf, was Zeitschleifen angeht in Filmen. Da fand ich beispielsweise, wenn es sich mit einer romantischen Geschichte kreuzt, den Alles eine Frage der Zeit absolut großartig. Hier fehlt mir so ein bisschen, dass die Liebe zwischen den beiden Hauptfiguren aufgebaut wird, weil letztendlich dreht sich das ganze Drama dann ja darum, das wieder irgendwie zurechtzubiegen und die Vergangenheit zu verändern. Und damit war es der Trailer zu Press Play and Love Again, den uns Splendid Film voraussichtlich ab dem 16. Juni 2022 in die deutschen Kinos bringt. Das Ganze ist eine Romanze, nach Komödie fühlt es sich nicht an, wird aber so ein bisschen mit tituliert, eher auf Drama aufgezogen, wenn man sich die Musik anhört und dann ein musikalischer Hintergrund. Und erzählt die Geschichte von Laura und Harrison. Die lernen sich beide kennen, die sind frisch verliebt, verbringen tollen Sommer miteinander. Er hat aber einen folgenschweren Autounfall und viele, viele Jahre wird sie traumatisiert sein und traut sich nicht, ein Mixtape anzuhören, was sie einst gemeinsam aufgenommen haben, weil das gemeinsame Erinnerung bedeutet. Aber sie stellt fest, dass wenn sie einen Song dort abspielt, sie auf einmal in die Vergangenheit reisen kann und dort einiges verändern kann. Erst einmal trifft man dann natürlich auf Unverständnis, aber dann die Möglichkeit, eben vielleicht die Liebe seines Lebens wieder retten zu können. Aber das ist alles andere als einfach. Nun, so Zeitschleifenfilme, die können funktionieren, die müssen nicht funktionieren. Hier ist das für mich erstmal alles sehr musikalisch aufgedreht. Die Macher von Das Schicksal ist ein mieser Verräter stecken hinter Press Play and Love Again. Also so ein paar Faktoren, wo ich denke, okay, könnte was werden, vielleicht aber auch nicht. Der Trailer lässt mich mit ein, zwei Fragezeichen zurück. Ich hoffe aber auf das Beste. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.